Warum kann ich nicht? Ich kann nicht runterscrollen. Warum nicht? Ich kann. Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Let's play The Evil Within. Ich bin's wieder, euer Ganschat. Und Kapitel 9, grausame Absichten, kommt jetzt. Wir starten wieder mit einem Video. Anscheinend einer Erinnerung. Wenn ich das richtig sehe. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Okay. Schön war's nicht. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Der Mucke im Hintergrund kannst du nur Albträume kriegen. Auch geil, die redet uns durch die Tür. Dabei kann ich die selber auch. Lass mich los, lass mich los! Was ist denn jetzt? Wo waren das? Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Wie beunruhige ich die anderen denn? Ich mach doch gar nichts, guck da nur rein. Du wirst mir zunehmend unsympathischer, da kannst du mit deinem Arsch wackeln, wie du möchtest. Sie sehen gar nicht gut aus. Das höre ich nicht zum ersten Mal von dir. Können vielleicht wieder ein paar Upgrades machen. Ich glaube, einen Schlüssel habe ich keinen mehr, oder? Doch, ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Nehmen wir mal unten links. Ui, toll. Wenn da nicht 10.000 Stück drin sind, dann... Naja, 5.000. 5.000, ja. Damit sollte ich erstmal zufrieden sein. Und dann gehe ich mal wieder auf meinen kleinen Quälerstuhl und versuche mal ein paar Upgrades. Was ist jetzt? Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Ja. Meine Fresse. Was war das jetzt gerade? Ich brauche nicht Spaß. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja. Dass du wirklich bist, bezweifle ich immer noch. So ein ganz kleines bisschen. Wir gehen jetzt erstmal wieder auf unseren tollen Stuhl. Okay. Was nehmen wir denn? Maximale Sprintdauer darf ich nicht. Ich darf meine Lebensanzeige erhöhen. Für 10.000. Ja. Ja, tat weh, ich weiß. Das kostet auch wieder 9.700. Nahkampfschaden. Wann hau ich denn mal zu? So, Schadensmultiplikator. Ach du Kacke, ich kann das auch noch für jede Waffe einzeln wählen. What? Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit. Die Genauigkeit wäre cool. Schadensmultiplikator nehme ich noch. Ja.
Genauigkeit. Man sieht ja, vom Aiming her, verkacke ich da öfter. Haben wir noch was für 1200? Meine Damen und Herren, für 1200 noch einmal kurz was verbessern, bitte. Reserve. 1500. 500. Granaten, ja, nee. Streichhölzer. Oh ja, nehmen wir die. Gut. Das hätten wir soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt aber echt nicht bloß drei Schuss für die... Für die Dings. Nee, ist nichts. Hier mal... Ja, nehmen wir die. Gut. Warte mal. Irgendwas haut hier noch nicht ganz hin, weil... Ach so. Feuer auf Anwesen. Brand erfasst Kinder. Mädchen schwer verletzt. Wo waren die Eltern? Kinder, die in einer Scheune auf dem Victoriano-Anwesen gespielt hatten, fielen den Flammen zum Opfer. Tochter, 17, fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Gut. Fangen jetzt die Spiegelleder an zu glänzen? Nein. Also muss ich hier immer noch weiter recherchieren. Recherchieren, ja super. Detective Castellanos. Oh meine. Ja, hier fühle ich mich doch direkt wohler. Krähe. Oh Gott. Sonnenblume von dem Brand. Oh mein Gott, da ist er. Oh. Was jetzt? Das ist das Anwesen. Okay, hier kann ich noch ein bisschen was sammeln. Oder hier liegt... Ah, siehst du? Dachte ich es mir doch. Hier war nichts drin. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Hier ist auch noch was. Okay, für Scharfschützengewehr ein paar Schuss. Vielleicht sollte ich nicht so sprinten. Schade. Was raschelt da? Vor allem, wo sind meine ganzen Kameraden wieder? Da. Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Ja, aber ich nicht, oder? Ist es die Klinik? Nee. Oder doch mit dem Brunnen und so? Ich war hier zwar noch nie, aber... Irgendwie doch, oder? Hier ist der Brunnen. Bin ich etwas verwirrt. Warte mal, hier liegt... Oh, hier. Okay, warte mal, gehen wir nochmal zur anderen Bank. Oh, hier, hier liegt überall was rum. Na, dann werden wir mal etwas genauer gucken, ob hier nicht noch... Ne, auf der Bank liegt natürlich nichts. Hier haben wir noch ein bisschen was. Was auch immer hier gerade lag. Da. War noch was hier? Wie scheint nicht. Okay, durch die Hecken kann ich durchlaufen. Entschuldigt bitte, dass ich das hier alles nochmal so grob absuche, aber. Wie ihr seht, habe ich einen munitionsartigen. Munitionsartigen. Ein Defizit, was meine Munition angeht. Und, ne, mit Luft erschieße ich die Viecher ja nicht. Naja, du bist wieder erschöpft. Du musst mehr Sport treiben. Detective. Und rein da. Da klingt. Hey! Halt, verdammt! Super.
Ja. Die wollten mich anscheinend nicht dabei haben. Und nun? Das weiß ich doch nicht. Wir zerstören ja erstmal die komplette Einrichtung. Okay, eine blutverschmierte Tür. Ich gehe erstmal in den Raum, der eh schon offen ist. Okay, wieder ein Buch. Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier. Direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich nicht früher erkannt habe. Was? Dass ich es nicht früher erkannt habe, oh Gott. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen. Was? Jimenez. Dieser Schwachkopf wird endlich seinen, jetzt habe ich es weggeklickt. Ja, irgendwas wird er machen. Scheiße. Passiert. Ne? Liegt eine Flasche, hier liegt ein Messer. Den würde ich gerne anmachen, weil es da etwas kalt wirkt hier. Oh, warte mal. Ich kann das kaputt hauen. Aber für mich scheint hier nichts Wichtiges drin zu sein. Okay, hier ist wieder ein Raum. Was ist das? Das war die Flasche. Die will ich nicht nehmen. Oh fuck. Da ist schon wieder so eine Bombe. Gut. Schon wieder eine Flasche. Geh ich da rein? Ich weiß es nicht. Eine Leiche. Munition. Okay, ich glaube, ich kann dann jetzt mal wieder auf die Pistole wechseln. 7 Schuss. Was? Oh, da ist er wieder. Alter, fick dich! Ist alles zu? Ne, ist nicht zu. Weg! Alter. Ich habe jetzt nicht gesehen, was... Hätte ich jetzt stehen bleiben sollen? Letztes Mal hat er mich gekillt. Ja, jetzt sind hier natürlich auch Feinde. Überall diese Bomben. Gut. Weiter geht's. Was haben wir hier? Also erstmal, hui, haben wir hier, Mensch, Bolzen. Und nochmal so eine Decke, schöne. Ja, 1000 nur drin. Die ist größer als die letzte. Na egal. Wir untersuchen jetzt erstmal hier den. Oh mein Gott, ist das ein Hirn? Das ist ein Kopf. Oh mein Gott. Proband Nummer 58, Test 92a. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos.
Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. F7. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Was? Ja, warte mal. Ich muss jetzt gucken. Die Sonde ist unten links. Oder? Warte mal, da ist der Schnitt. Hier unten da irgendwo. Warte mal. Oder? Ist das schon ganz... Nee, das ist schon zu tief, oder? Ich gehe nochmal ein Stück höher. Oh Gott. Na prima. Was habe ich denn jetzt angelangt? Ja, das frage ich mich auch. Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Was? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht mit der Sonde. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich ja noch mehr rauskriegen können, aber ich glaube, ich hätte den Schädel wahrscheinlich zerstört. Oder mich selbst. Wenn ich, ich kann... Oh nein. Ich kann mich unter dem Tisch verstecken. Habt ihr das gesehen gerade? Aber warum? Naja, wir werden es gleich rausfinden, denke ich. Scheiße. Bis jetzt waren wir hier nur im unteren Gang. Oh fuck, hab ich mich erschrocken. Gott, mir haben sich gerade die Nackenhaare aufgestellt. Meine Fresse. Oh Gott, hab ich eine Gänsehaut. Kommt der hier rein, die Laufen? Ja, ich glaube, mit der Pistole kriege ich jetzt erstmal nicht mehr so viel hin. Hier hängen jetzt überall diese Besessenen oder Untoten rum. Schon wieder ein fucking Versteck. Ich bin nicht gut im Verstecken. Warte mal. Okay, abspeichern will ich ja nicht, aber... Ja, ich dachte mir, hier ist wieder so ein Raum. Hier ist wieder ein Tagebuch, genau. Gut. Was gibt es diesmal? Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11. Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Ridge, Crimson City. Okay. Na, ich kann nicht mehr runterscrollen. Ich kann nicht mehr runterscrollen. Wie, warte mal, passt mal auf jetzt hier. Ich muss doch hier irgendwie Tagebuch. Nee. Archiv? Tagebucheintrag, genau. Nee. Das ist 2004. Crimson Post. Hier im Mausrad steht hier scrollen, ne? Ich kann nicht scrollen. Ich kann nicht runterscrollen. Der 5-jährige Lily Castellanos und ihrer Babysitterin Joanna Flores gelang es. Schön. Warum kann ich nicht... Ich kann nicht runterscrollen.
Warum nicht? Ich kann... Leute! Egal. Ich hoffe, wir kommen auch so weiter. Ich kann nicht scrollen. Und nein, es liegt nicht an meiner Maus. Sehr eigenartig. Ich muss dazu sagen, dass natürlich wieder ein Update für das Spiel kam. Und ich jetzt so ein bisschen... Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. Okay. Ja, es kam ein Update und seitdem scheint das jetzt zu sein. Nicht, dass sie da was falsch geupdatet haben. Hier sieht es ja relativ sauber aus. Gut. Ein bisschen was zerstören hier. Demolieren. Bringt mir anscheinend alles nichts. Ob ich das nur demoliere oder nicht. Streichhölzer. Gucke an. Ohne Spritze. Ich bin voller Energie und, ja, okay. Wir nehmen erstmal die Tür hier. Wieder Munition. Finde ich super. Gefällt mir das. Die werde ich wahrscheinlich eh gleich wieder los. Und noch was? Ah, noch so eine Flasche. Ich kann mich wieder verstecken. Ja. Ihr kennt ja noch das Monster von der letzten Folge wahrscheinlich. Ich hoffe bloß, dass es nicht das ist, vor was ich mich da verstecken soll. Weil das Vieh ist doch etwas zu groß, als dass ich mich da unterm Bett sicher fühlen würde. Was? Renn wieder weg. Fuck. Okay, vor dem soll ich mich verstecken. Was ist das für ein Typ? Was hat der für ein Problem? Und wieder ein Monster da. Okay, wo geht's hier rein? Okay, überall liegt hier wieder was rum. Hier liegt was rum. Fresse. Lipp. Gut. Nochmal so ein... Mensch, hebst du einfach auf. Ein bisschen Shotgun-Munition. Okay, das war's auch für den Raum hier. Jetzt gehen wir den langen Gang und die Treppen mal hoch. Aber ich liebe das ja in solchen Gemäuern hier rum zu irren. Da hinten liegt schon wieder eine Notiz. Voll. Das kann ich gar nicht so glauben. Ich glaube, ich lade mal eben schnell den Bolzen nach. Warte mal. Gut. Okay, lassen wir das erstmal sein. Flasche, da ist wieder was. Was ist das? Granaten habe ich auch schon. Voll, wie es scheint. Gut, hier haben wir Blut. Oh Gott, und das sieht aus wie ein Safe. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten, getrennt durch eine durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter, sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Ja, schön. Okay, ich untersuche das und stelle nichts fest. Das heißt, ich halt mal.
Das kann es nicht gewesen sein. Wo muss ich denn? Ach so, doch, alles klar. Ist schon gut. Ist schon gut. Ich kann dann noch die Treppe nach oben gehen gleich. Waren hier eben die Kerzen auch schon an. Hier ist irgendwas ziemlich laut. Ich werde erstmal auf der Seite hier weitergehen. Oh. Okay. Hier drüben. Hier ist offen. Hier ist offen. Bücherei. Oh, dieses Schleim-Geräusch, ne? Oh mein Gott. Nein, nicht den Bolzen. Nee, der Hügel. Ich könnte den eigentlich eine Handgranate hinschmeißen, aber wer weiß, für was ich die noch brauche. Alter! Geh doch mal drauf! Ja gut, das war's dann auch wieder mit der Munition für die Pistole. So gehen die Streichhölzer wieder drauf. Axt brauche ich nicht. So viele Gänge. Schon wieder was zu lesen. Heute ist Lese- und Tagebuchtag anscheinend. Notiz aus Ruviks Zimmer. Ich habe sie wieder gesehen, am Ende des Flurs. Ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein. Die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang. Wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Ja, okay. Laura scheint hier eine Rolle zu spielen. Wer auch immer Laura ist. Wahrscheinlich seine Frau, Geliebte. Guck mal, hier haben wir wieder so ein Erste-Hilfe-Set. So ein Riesending, das habe ich noch gar nicht benutzt, fällt mir übrigens mal auf, ne? Und euch wahrscheinlich auch. Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Fick dich. Fick dich. Leck mich, du Dreckiger. Ich kann den... Achso, ich kann mich im Schrank verstecken. Lässt du was für mich liegen? Nee, lässt du nicht. Oh, fuck. Hier ist was drin. Streichhölzer wieder. Guck an. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Meine Güte, ey. Der Typ, ne? Aber der hat doch eigentlich so... Hat der jetzt hier gerade eine Bombe platziert? Ja, natürlich. Der mag uns. Oh, das war knapp. Oh. Und ich renne hier, glaube ich, richtig. Okay, das wirkt wie eine Tür. Ist aber keine. Was? Oh mein Gott. Alter Schwede. Was zum Teufel? Diese Kackfallen. Alter Schwede.
Tür hier offen. Und im Klo liegt natürlich wieder so ein Gremlin-Zeug hier. Okay. Bevor es da jetzt weitergeht, ich war, glaube ich, noch nicht in der Bibliothek überall. Wenn das schon so anfängt, dann gehe ich lieber nochmal auf, auf Munitionssuche. Boah, und hier liegt tatsächlich... die Kältepfeile finde ich eigentlich nicht so... Kältebolzen finde ich eigentlich nicht so toll, aber... Für den Pumpgun habe ich schon alles voll. Erstmal ein Vieh. Oh, fuck. Mann. Und wieder leer geschossen, das Scheißding. Meine Fresse. Brand in der Hölle. Was du wahrscheinlich schon getan hast, so wie du aussiehst. Oh, guck mal. Oberes Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 24. Ja, hier fehlt irgendwie das, der untere Teil, ne? Abgecheckt. Dann gehen wir jetzt mal den anderen Weg da wieder lang. Ja, ich will dich nicht überstrapazieren. Gehen wir da vorne durch die Tür. Hoffentlich klappt das jetzt diesmal. Ich soll wieder ins Bodenlose fallen. Halt, hier geht's erst nochmal rechts lang. Oh mein Gott, eine Leiche. Wirklich tot. Das komische Gemälde hier. Passiert doch gleich irgendwas. Jetzt habe ich schon so lange sammeln können. Da muss gleich irgendwas. Ein Tonband. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Hoffnung, Einwilligung, Vertrauen, Neid. Drei davon sind von zentraler Bedeutung. Doch welche öffnet die Tür? Ja, das ist jetzt... Er lebt doch noch. Ich wusste es. Gott. Du dreckiges Stück, ey. Ja, also da ich denke, dass dieses Kapitel doch noch etwas sehr länger dauern wird, werde ich hier auch mal wieder einen Cut machen und in der nächsten Folge werden wir dann weiterschauen, ob wir das Rätsel lüften können, wer das jetzt ist und was mit den beiden Ärzten oder wer auch immer, was mit denen los ist, was die gemacht haben oder ihr wisst schon Bescheid. Na, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, wünsche ich euch was. Euer Gunshot.